In diesem Video fahren wir mit kostenlosen Slidefähren. Besuchen wir die hübsche Altstadt von Fredrikstad und erzählen wir euch unser Fazit über Norwegen. Hallo ihr Lieben, wir sind Marcel und Melanie von Meshmash. Gemeinsam mit unserem Wohnmobil Köbi bereisen wir Europa. Wir freuen uns sehr, dass du uns begleitest. Bist du bereit? Dann kann es ja losgehen. Viel Spaß! Auf diesem hübschen Stellplatz haben wir zwei ruhige Nächte verbracht. Vielen lieben Dank dafür. Nach unserer Ankunft machten wir uns auf, um die Stadt zu Fuß und mit den kostenlosen Fähren zu erkunden. Mein Haus! Ja. Mein Boot! Ja. Meine Frau! Oh. Also die 10 Meter hinter dir steht! Ach so! Hallo Schätzlein! Da steht aber keiner! Wo? Oh. Sie hat sich versteckt! Aha! Sie hat Angst vor mir! Das ist ein Tauschnäckchen! Und was für ein schönes! Auf der Insel neben dem Stellplatz hatte so eine Art Schiffsausstellung mit alten Schiffswracks. Es war sehr interessant, so große und alte Schiffe einmal von nahen zu sehen. Wir müssen noch das Begrüßungsvideo machen. Ja, ei, ei. Ich habe einen kleineren Stuhl gefunden. Ich hoffe, du kommst überhaupt hier hoch. Hey, nicht frech werden. Ja, da lacht sie und dann kommt sie wirklich fast nicht auf dieses kleine Stühlchen rauf. Hallo miteinander. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir machen noch einmal Station in Norwegen, bevor wir Norwegen dann verlassen. Und wie heißt unsere letzte Station? Fredrikstad. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und nach gefühlten 7 Monaten mit Regen scheint heute endlich die Sonne. Also, oh, ja, blauer Himmel, so wunderschön. Das tut so gut, die Wärme, das Licht. Mhm. Also, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Oh ja, bei einem so malerischen Örtchen. Wir haben jetzt hier die Altstadt vor uns liegen und wir freuen uns schon sehr darauf, sie zu auskundschaften. Jetzt waren wir noch schnell auf einer vorgelagerten Insel. Mhm. Dort hat es extrem alte Boote. Das eine große Boot, das war über 100 Jahre alt, aber das ist schon sehr imposant, wenn man, ja, ist ein Wrack, aber wenn man das von nahem sieht, das ist sehr eindrücklich. Ja, es war sicher mal ein sehr, sehr prachtvolles, schönes Schiff. Ist es ja jetzt noch.
Ja, wie ich. Ja. Manchmal fühlt man sich wie im Frack. Ja. Ja, wir haben vorhin auf unserem wunderschönen Stellplatz, auf dem sehr sympathischen, haben wir ein sehr sympathisches Paar getroffen mit ihren beiden süßen Polonka-Zwetnas. Hallo ihr Lieben, das sind die Manuela und den Beat. Hoi, hoi. Aus der Schweiz. Ja, wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid wieder gut in die Schweiz gekommen. Es war sehr, sehr schön, mit euch zu reden. Ich habe richtig Freude, dass wir uns getroffen haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwann wieder einmal. Sehr sympathisch, hat wirklich Spass gemacht. Oh ja, danke vielmals, es war wirklich sehr lässig. Jetzt gehen wir in die Altstadt, das hast du ja bereits schon gesagt. Anschließend kehren wir zu Köbi zurück. Dann gibt es mal eine Dusche. Nein, zuerst gibt es Pilates oder Yoga, Dusche. Und dann machen wir noch unser Norwegen-Fazit. Oh ja, genau. Mhm. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Nein, ich nicht. Ja, nicht von dem, was ich sage, sondern von dem, was du sagst. Aha. Nein, wir sind beide begeistert, also von dem her. Ja, gut, los geht's. Hallo. Hier vorne ist die Haltestelle von den Fähren, die einen von der einen Seite des Flusses vom Fjord auf die andere Seite bringt. Und die Fahrt ist absolut kostenlos, sehr cool. Ui! Juhu! Fredrikstad hat 85.000 Einwohner auf 290 Quadratkilometer und ist somit auf Rang Nummer 10 der größten Städte Norwegens. Die Stadt wurde im Jahr 1567 vom König Fredrik II. Gegründet und gehört zur Provinz Østfold. Ende des 19. Jahrhunderts und anfangs 20. Jahrhundert erlebte die Stadt durch die Holz- und Ziegelindustrie einen wirtschaftlichen Aufschwung. Diesem verdankt sie auch den Beinamen Plankenstadt. In der Shoppingstraße habe ich diesen tollen Trachtenladen entdeckt. So schön! Habt ihr gewusst, dass ich früher einmal Accessoires und Kleider genäht habe und zu Hause im Dachstock ein kleines Nähatelier hatte? An Fredrikstad gefällt uns besonders gut die Vielfalt von Kunstobjekten, Street Art, modernen und traditionellen Häusern. Und auch das maritime Flair gefällt uns sehr gut. Mit der kostenlosen Slidefähre geht es über den Fjordarm rüber zur sternförmigen Altstadt von Fredrikstad. Diese existiert bereits seit über 450 Jahren. Thank you.
Wir sitzen wieder auf dem Lieblingsstuhl von Melanie. Wie sie jetzt raufgeklettert ist auf das Stühlchen, hätte ich filmen können, habe ich aber nicht gemacht. Und was meinst du zu diesem Örtchen? Friedrichstadt hat mir sehr gut gefallen. Vor allem auch die Fähren, dieses Leitfähren, sehr spannend. Sie sind kostenlos und es kommt immer wieder eine alle paar Minuten. Das ist absolut ein geniales Konzept. Schiffchen fahren. Ja. Genial, einfach genial. Ja, ja. Ist schön. Und diese Aussichten, die man hat von der Fähre aus, wirklich schön. Und mir hat auch sehr gut gefallen, diese Gesangs-Events, die sie da vorne haben. Man kann sich scheinbar anmelden hier und dann seine Performance abliefern und schauen, wie das Publikum reagiert. Sehr, sehr mutig. Wow. Sehr beeindruckend über diese Leistung. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Altstadt auf der Insel. Ja, die Festungsinsel. Ja, die Festungsinsel. Also das nächste Mal melde ich mich an und dann gibt es da oben am Berg, die Stadt. Wie sie geil. Ja, ja, so. faule Tomaten. Oh nein. Als wir das erste Mal mit dem Schiffchen rüber gesetzt sind, habe ich gedacht, das ist aber eine komische Altstadt. Sieht ja alles so extrem modern und neu aus. Mhm. Aber die Altstadt, die Festungsinsel, haben wir dann letztendlich noch entdeckt. Und das ist wirklich eine kleine Perle. Also, ja. Was mich auch ein bisschen beeindruckt hat, die Häuser sind ja zum Teil 150 Jahre alt und älter. Und teilweise sieht man sehr gut, wie sich die Häuser über die Jahre hinweg abgesenkt haben. Das sieht man an den Grundmauern unten oder sogar an den großen Türen. Die sind einfach wirklich schräg in der Landschaft. Ja. Also, aber alles in allem eine sehr, sehr gepflegte Altstadt, sehr hübsch. Und man hat überall die Möglichkeit reinzugehen. Es hat so Kunsthandwerk, Galerien, also wirklich sehr, sehr schmuck. Und auch im Kanal entlang überall schicke Cafés und Restaurants, also so ein bisschen flanieren. Also hier kann man gut einen Tag verbringen. Oder noch länger. Nein, wir gehen weiter. Kommen wir zum Norwegen-Fazit. Nein, zuerst ruft die Pflicht, also Pflicht ist es ja freiwillig, aber ja, mein Rücken schreit. Wir haben so viele Kilometer gemacht in den letzten paar Tagen und jetzt müssen wir uns wieder mal strecken. Ja, und für den Sport war das Wetter halt immer sehr, sehr schlecht. Und dann genießen wir, wenn wir das wieder machen können im Freien. So gehen wir uns strecken. Ja, los! Lulu! Hallo Köbi, wir sind wieder hier. Sag mal, hast du Lust auf Yoga? Du hast schon Yoga gemacht? Ja, und was für Übungen? 30 Mal das herabschauende Womo. Und dann anschließend noch 50 Mal Tütüt. Du, was ist denn Tütüt? Ah, das ist das gleiche wie bei uns. Wir sagen Om und du sagst Tütüt. Das ist aber interessant. Du, da würde ich das nächste Mal gerne mitmachen. Ich frage Melanie, ob sie auch mitmachen will und dann machen wir das zu dritt. 50 Mal Tütüt. Ja, wir sehen ein bisschen müde aus. Yoga und Pilates um 50 Mal Tütüt mit Köbi zusammen, geduscht und jetzt sind wir voll gefressen und ein bisschen schläfrig. Aber wir kommen ja noch zum Fazit von Norwegen. Fangen wir doch mal beim Positiven an. Ja, uns hat natürlich die Landschaft extrem gut gefallen. Diese Fjorde, die wunderbar satten Wälder, dieses saftige Grün, dann wieder so herabstürzende Wasserfälle über diese steilen Felswände, die da in die Fjorde reinlaufen und das fast schon südseefarbene Wasser in den Bächen, einfach ein absoluter Traum. Und was wir auch sehr cool fanden, sind die bunten Holzhäuschen und vor allem diejenigen, die Gras auf dem Dach haben. Die haben ja wie so einen Birkenuntergrund, Birkenrinde. Das Bier gesagt, ja, Bier gesagt. Nein, habe ich nicht. Und dann hat es teilweise solche, da wachsen ganze Baumgruppen draus.
Weiß nicht, ob das so gut ist, aber ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön aus. Also wie eine Märchenwelt der Trolle, ja, der genau. Sagen, der Legenden, der Wikinger und ja, so genau. weiter. Also. Diese historischen Gebäude und die Geschichte von den Wikingern mit den 23 Göttern, einfach. Also von der Natur ein echtes Paradies. Und ich hoffe, oder wir hoffen, dass das noch lange, lange Zeit so erhalten werden kann. Mhm. Uns hat auch die Sherpa-Treppen. Es gibt mittlerweile ist bereits schon 300 Sherpa-Treppen in Norwegen. Und, wow. und das wächst und wächst und wächst. Und die werden effektiv von Sherpas gebaut, wo eingeflogen werden extra für diesen Zweck. Die sind sehr gefragt, die sind glaube ich ziemlich ausgebucht. Was auch noch positiv hervorzuheben ist, ist das sehr gut ausgebaute Straßennetz und Fährennetz, inklusive den engen Straßen. Und natürlich die freundlichen Leute, obwohl, was ich nur erwähnen muss, die Norweger sind sehr sympathisch, aber die Finnen, die sind super sympathisch. Das wäre mal die positive Seite. So, kommen wir nun zum allgemeinen Teil, wo wir euch allgemeine Informationen zu Norwegen liefern. Und zwar, uns ist aufgefallen, dass die Tesla-Dichte extrem groß ist hier. Also gefühlt jedes zweite Auto ist ein Tesla in allen Farben. Und somit ist natürlich auch das Zapfsystem, das Elektrozapfsystem sehr gut ausgebaut in Norwegen. Und man sieht das praktisch überall, dass man Energie tanken kann. Norwegen, das Land der Teslas. Ich muss jetzt ablesen, weil ich einfach zu müde bin, um mir das Ganze zu merken. Dieselpreis zwischen 1,50 und 2 Euro. Jetzt kommst du dran. Jetzt komme ich dran. Ja, die Mautanmeldung, die läuft über epass24.com, glaube ich. Die Anmeldung war sehr unkompliziert. Stichtag ist immer der 20. vom Monat. Jetzt haben wir den 30. Wir haben bis jetzt noch keine Rechnung erhalten. Ist ein bisschen speziell. Wir hoffen, das kommt noch. Wir haben auch keine Post erhalten. Eben wenn das nicht funktioniert mit der Anmeldung, dann kriegt man Post nach Hause. Also. Haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Mal schauen, ob noch was kommt. Obwohl ich gelesen habe, dass es teilweise ein bisschen länger gehen kann. Sehr wahrscheinlich auch wegen der Hochsaison, ja, dass es wegen dem vielleicht ein bisschen aufgearbeitet werden muss. Jetzt komme ja ich wieder. Was wir auch beobachtet haben, ist der Unterschied vom Wohnmobil 6 Meter und 6,40 Meter. Also wenn man mit einem Wohnmobil mit 6 Meter unterwegs ist, bezahlt man einiges weniger, als wenn man mit einem Wohnmobil von 6,40 Meter Länge unterwegs ist, teilweise über das Doppelte. Also man hat 40 Zentimeter mehr und bezahlt einiges mehr. Das ist ein bisschen, ja. Ja, wir kommen voll in die Kategorie von den bis 8 Meter langen Wohnmobilen. Ich wollte Köbi ja ein bisschen schrumpfen, aber ja, Köbi, ich weiß, über das haben wir geredet. Keine Sorge, alles gut. Zu den Kaffeepreisen, wir haben zwischen 3 Euro und 3,50 Euro bezahlt. Natürlich in so Luxushotels und so weiter oder ganz speziellen Orten wie zum Beispiel Oslo und so weiter, da bezahlt man sicher ein bisschen mehr, aber das ist ja überall so. Und das Thema Alkohol, über das reden wir nicht. Wir waren vor kurzem in einem Restaurant eine Pizza essen. Ich hatte so Lust auf ein Glas Wein oder einen halben Liter Bier. Das Glas Wein 12 Euro und den halben Liter Bier 10 Euro. Die Pizza und das Wasser war gut. Ist gesünder. Thank you.
Kommen wir zum Negativen. Norwegen ist mit Wohnmobilen völlig überlaufen. Beispiel Lofoten, das ist nicht mehr gesund. Ja. Wie wir bereits im Lofoten-Beitrag bereits schon gesagt haben, wir waren einmal auf den Lofoten und werden aber nie mehr dorthin gehen. Nicht, weil es nicht schön ist, weil es einfach zu viele Wohnmobile auf diesen Inseln gibt. Der Unmut wird immer stärker. Ja. Und die Videos werde ich euch hier verlinken. Hui, ich hoffe es. Ich lese regelmäßig die Bewertungen auf Park4Night. Über das Thema Park4Night reden wir ein anderes Mal. Ich bin eher positiv eingestimmt zu dem Thema, aber da reden wir ein anderes Mal über das Thema. Ich lese da jeweils sämtliche Bewertungen und da ist mir aufgefallen, dass im Jahr 2023 um 24 sehr viele Verbote gesprochen wurden. Also ganz freie Parkplätze, auf einmal ist es nicht mehr erlaubt, dass man dort übernachtet. Mhm. Die Parkzeit ist teilweise auf 2-3 Stunden begrenzt und man zahlt teilweise bis zu 4 Euro pro Stunde, oder es ist einfach gänzlich für Wohnmobile verboten. Campingverbot, ja. Und überall gibt es diese Schilder mit den Wohnmobilen, die durchgestrichen sind. Hier kommst du nicht rein. Ja, das wird sich wahrscheinlich noch zuspitzen in Zukunft. Es ist nicht so schlimm wie in Spanien, aber der Weg geht dorthin. Und einfach noch etwas, was mich extrem aufregt, jeder kann eine Trockentrenntoilette mitnehmen. Also ist kein Aufwand. Einfach an alle fremd, also Wildscheißer, ihr sollt euch wirklich schämen. Und wenn ihr das macht, dann nehmt doch eine Schaufel mit. Aber wir haben Sachen gesehen, das wollt ihr nicht wissen. Ich habe einmal aus dem Wohnmobil geschaut und direkt 10 Meter vor Köbi, ja eben genau das. Und jetzt höre ich auf. Ja, ich komme zum Thema Lebenshaltungskosten. Norwegen ist ein teures Land. Das lässt sich nicht von der Hand wischen. Es ist wirklich einfach so. Man bezahlt hier für alles viel, viel mehr als in Deutschland. Es ist teilweise so teuer wie in der Schweiz hier. Vielleicht sogar noch ein Tick teurer. Dann, man muss sich bewusst sein, eben, wir haben vorhin bei den positiven Punkten von üppiger grüner Natur gesprochen. Das bedeutet natürlich auch, es regnet sehr viel. Auf das muss man sich wirklich einstellen, wenn man hier hinkommt, dass man viele Regentage haben wird. Mhm. Also die Regentage pro Jahr über 200. Also in Bergen sind es 231 Tage pro Jahr. Aber die sind stolz drauf, die stehen dazu. Wie sagt der Norweger, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Wir haben extra Fashion, Regenfashion von denen her. Also ja, die haben wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Die haben Freude dran, das ist gut. Und dann natürlich auch die Mautgebühren ist auch etwas Negatives. Also in Deutschland kann man ja überall hinfahren, außer in die Städte natürlich. Da braucht man eine spezielle Plakette. Aber die Mautgebühren hier, die läppern sich schon zusammen. Mhm. Und was mich etwas stört, ist, es ist nicht überall angeschrieben, wie viel das es kostet. Und das stört mich etwas, weil man hat keine Möglichkeit zu kontrollieren, stimmt jetzt das, was da verrechnet wurde, oder wurde uns fälschlicherweise etwas verrechnet. Also das finden wir nicht so toll. Also ich finde das spannend. Ah, mein Arm, in der ich das Handy halte, der wird immer schwerer. Also Übungen, die zeigen Wirkung. Oh ja. Wir waren ziemlich genau 1 Monat in Finnland und 1 Monat in Norwegen. Und morgen machen wir ein paar hundert Kilometer, gehen dann über die Öresundbrücke, macht es auch nochmal bling, 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 etwa 115 Euro für uns. Ja, ja, 6,40 Meter, ja, ja. Und werden dann die erste Nacht in Dänemark verbringen. Ja, genau, wir werden versuchen, keinen Fuß auf Schweden zu setzen. Nicht, weil wir es nicht mögen, sondern weil wir eigentlich Schweden ja eingeplant hatten in diese Reise. Aber wir haben keine Zeit mehr und wir möchten uns das gerne für nächstes Mal, wenn wir in dieses Eck gehen, aufheben. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und deshalb machen wir so
Ein Run. Wo soll ich den Mann einen Kaffee trinken? Nein, das machen wir schon in Spiel. Ja. Oder du kannst mir dann die Augen... Nein, das... Ja, wir kommen leider schon zum Ende von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet mit einem Abo. Hier ist der Knopf. Es ist absolut kostenlos und ihr unterstützt uns sehr damit. Vielen lieben Dank dafür. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis ganz, ganz bald wieder. Tschüss! Ich habe noch was vergessen. Ja, was noch? Wir werden dafür dann 2 bis 3 Monate in Schweden verbringen. Dann ist das Gleichgewicht wieder hergestellt. Ja. Tschüss. Bis dann, Tschüss.